Aber du kannst das auch machen, wenn du damit vertrauensvoll umgehst und das jetzt hier nur für wissenschaftliche Zwecke verwendest. Möchtest du dazu gleich was sagen, Marco? Ja, gerne. Bitte. Also natürlich nur für wissenschaftliche Zwecke und nur anonymisiert, aber wenn ich den Aufzeichnen-Button drücke, dann kommt, bitte beantragen Sie die Erlaubnis vom Host des Meetings. Ja, okay. Und ich weiß jetzt aber nicht, wie ich das machen soll. Ich habe jetzt hier eine Aufzeichnung, die ich mache, ja. Wie würde ich die denn zur Verfügung stellen? Das ist auch okay. Ja, gut. Und Dann Darf ich bitte, da ist nochmal wichtig für nachher, weil Benedikt danach ja noch den Workshop macht wegen digitale Teilhabe. Ihr habt dann den Host und könnt aufzeichnen und bitte uns dann auch zur Verfügung stellen, ne? Weil dann wissen wir, es wird aufgezeichnet für wirklich nochmal nachzuschauen, was sozusagen, falls Nachfragen sind und so, ne? Und dann kommen wir alle zurecht dann auch. Ja, cool. Wer ist dann der Host? Also kann ich dann das machen oder? Wenn du der Host bist, kannst du das machen. Weil Stefan wird ja wahrscheinlich dir den Host geben, weil ihr ja den Workshop macht, gehe ich mal davon aus. Und dann gibt Stefan dir den Host und dann kannst du aufzeichnen. Genau, Ah ja, okay. so müsste das dann eigentlich gehen. Jetzt habe Detailsachen ich können wir dann klären, kein Problem. So, alles klar. Dann weiß ich. jetzt habe ich hier noch, genau, hallo Benedikt. Jetzt habe ich hier noch einen Hinweis im Chat gefunden von Dirk und das mache ich jetzt auch mal sofort. Und zwar hat Dirk gesagt, ich soll doch noch mal auf Wunsch von Hannelore auf die 10 goldenen Prinzipien hinweisen. Die habe ich euch jetzt eingeblendet. Die hat die Selbstvertretung vor, mal gucken, 3 Jahren, 4 Jahren erarbeitet. Und das ist eigentlich ein Dokument von sehr weitgehender Toleranz. Mache selbst, lasse die machen wollen, Mut zur Lücke, es kann auch mal schief gehen. Leben und leben lassen, Spaß und Spaß haben lassen, sich in Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit begegnen. Sehe die anderen und ihre Ideen. Also das ist eigentlich sehr stark von dem Gedanken beseelt, wir sind viele. Und wir müssen diese Vielfalt eigentlich aushalten und produktiv nutzen. Das hat Corinna gesagt vor dem Hintergrund, dass also wir ganz offen, nicht Corinna, Hannelore, dass wir also ganz offensichtlich intern in der jetzigen Phase der Entwicklung, Verein und Netzwerk und bla 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 und Finanzierung geht auch nochmal zu Ende. Also einen richtigen, also richtig, richtig, richtig so einen Stau von Aufgaben oder von ungeklärten Fragen haben und dass das dann also dazu führt, dass dann also die Emotionen hochkochen. So viel vielleicht nochmal zum Hintergrund. Ich würde jetzt anregen oder vorschlagen, wenn nichts anderes angemeldet wird, also wir können im Plenum noch auch andere Sachen besprechen, dafür ist das Plenum ja da, die von euch so als wichtig erachtet werden, dass sie jetzt angesprochen werden sollen, das ist völlig in Ordnung. Aber wenn jetzt nichts weiteres angemeldet ist, dann wären jetzt Stefan Gillig und Stefan aus Frankfurt und Markus aus Neumünster da mit dabei, uns für das Thema Corona und insbesondere die Folgen für Wohnungslose, ehemalig Wohnungslose, von Wohnungsnot bedrohte Menschen, uns einen Input zu geben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir da eine Verständigung hatten, wer anfängt. Warst du das, Stefan, oder du, Markus? Markus beugt sich nach vorne, dann schalt mal das Mikrofon frei, dann könnten wir dich hören. Momentchen, also ich wollte eigentlich nicht anfangen. Ich habe gedacht, es wäre ganz gut, wenn der Stefan Gillig, der ja zunächst auch vorgesehen war, erstmal was sagt und ich kann dann hier ein bisschen was notieren, ne, und werde dann sozusagen aktiviert innerlich. So Ja, machen, so machen, so machen wir das. und Gut. wer war der Dritte im Bunde? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Es gibt keinen Dritten im Bunde, Keinen Dirk. Dritten, alles klar, Die gut. Dritten sind alle anderen. Gut. Ja, ich Ja. bin ganz Ohr, ja. Vielen Dank. Dann bitte ich den Stefan um seinen Beitrag. Bitte schön. Ja, erstmal herzlich willkommen an alle. Ich freue mich sehr, einfach heute
bei dem Wohnungslosentreffen dabei zu sein. Der Stefan Schneider, also mein Namensvetter, hatte mich ja schon vor längerer Zeit angesprochen, hat gefragt, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, beim Wohnungslosentreffen dabei zu sein, was zu sagen. Ich stelle mich mal kurz vor, damit ihr zumindest mal ein Bild habt von dem, mit wem ihr es heute zu tun habt. Also Stefan Gillich. Ich selbst habe 15 Jahre in einer Beratungsstelle mit Tagesaufenthalt in Darmstadt gearbeitet. Das ist etwas, was ich sozusagen, wo ich meine ganz wesentlichen Erfahrungen gemacht habe, war dann später in der Fort- und Weiterbildung und bin seit 12 Jahren bei der Diakonie Hessen, das ist quasi im Landesverband der Diakonie Hessen, zuständig für alle Einrichtungen der Wohnungsnotfallhilfe, wie wir das sagen, in Hessen, die Diakonie betreibt. Das sind so 85 Dienste und Einrichtungen. Daneben bin ich, und das war die eigentliche Anfrage, bin ich stellvertretender Vorsitzender von EBIT, also vom Evangelischen Bundesverband, Bundesfachverband Existenzsicherung und Teilhabe, also von der Diakonie sozusagen auf der Bundesebene die Fachorganisation. Ich hatte mit Stefan im Vorfeld eigentlich schon mal gesprochen, dass gar nicht so sehr darum ging, und es ist mir auch wichtig, dass ich jetzt anfange, sozusagen große Inputs zu geben, sondern eigentlich eher mit euch gerne in einen Austausch gehen möchte und mit euch gemeinsam sortieren möchte und gucken möchte. Und ich fände es gut, wenn wir das in drei Teilen machen könnten. Zum einen, was für Erfahrungen habt ihr oder haben wir, also wir als Einrichtungen, dazu kann ich was sagen, aber welche Erfahrungen habt ihr als Betroffene letztendlich gemacht, jetzt mal in Zeiten von Corona? Vielleicht auch nochmal ein zweiter Punkt. Ich habe von manchen auch die Rückmeldung, es gab, welche Errungenschaften gab es vielleicht auch nochmal? Also was war positiv? Bei vielen was negativ, oder wo es quasi eher so eine negative Betroffenheit gab, was war eher positiv? Ja, und dann würde ich mal gerne mal mit euch nochmal gucken, was könnte das an Perspektive heißen? Also was kann das bedeuten im Hinblick auf Forderungen, auf Erwartungen, wie es letztendlich weitergehen kann? Wenn ihr damit einverstanden seid, würde ich das sozusagen von meiner Seite so drei teilen wollen. Würde vielleicht nochmal im ersten Punkt ganz kurz sagen, also die Einrichtungen, für die ich zuständig bin oder von denen ich weiß, also Corona hieß ja erstmal, das fand ich die massivste Einschränkung für die Einrichtungen selbst, ganz massiv für die Tagesaufenthalte, dass ganz viele Tagesaufenthalte letztendlich, wo der Aufenthalt geschlossen wurde. Ich fand, das fand ich eigentlich selbst die massivste Einschränkung überhaupt, weil es für viele, die in der Notlage sind, die selbst keine eigene Wohnung haben, einfach eine Treffmöglichkeit war, wo man, ich sag mal, wo man auch mal in sicheren Rahmen und unbeobachtet von Passanten, von Öffentlichkeit einfach sich mal hinsetzen konnte und einfach mal seine Ruhe hatte. Das fand ich insgesamt die massivste Einschränkung, und die fast alle Einrichtungen, die ich kannte, wo Tagesaufenthalte sind, die haben den Tagesaufenthalt geschlossen ist, und wir haben immer davon geredet, dass wir gesagt haben, es gibt sowas wie einen kontrollierten Einlass. Kontrollierter Einlass bedeutete, dass oftmals so Duschmöglichkeiten, Waschmöglichkeiten, die da angebunden waren, dass die zur Verfügung stehen, oder was auch oftmals nochmal gab, so Formen von, wir haben quasi in Hessen das Konzept krank auf der Straße, das heißt, dann ist so eine Krankenschwester, die in den Einrichtungen zur Verfügung steht, das war noch geöffnet, also da gab es noch Zugänge, aber den Aufenthalt als Treff, wo man auch mal was essen konnte, wo man auch mal seine Ruhe haben konnte, wo man sich auch mal hinsetzen konnte und gesagt hat, und 3, 4, 5 Stunden, wie lange auch immer, einfach mal sich hinsetzen konnte, seinen Kaffee trinken, Tee oder was auch immer, das war geschlossen. Und wie gesagt, das fand ich eigentlich die massivste Einschränkung, und die Einrichtungen, die ich kenne, haben viele reagiert, indem sie sozusagen versucht haben, quasi außerhalb der Einrichtung Treffmöglichkeiten zu organisieren. Also viele Einrichtungen haben sich sogenannte Pavillons dann organisiert, haben die vor die Einrichtungen hingestellt, weil sie gesagt haben, es bietet wenigstens mal Schutz vor Witterung, und wer kommt, kann zwar nicht in die Einrichtung rein,
um sich dort aufzuhalten, aber im Freien war einfach mal Aufenthalt leichter möglich und da war die Gefahr, dass man sich gegen. Stopp. Genau. Ich habe gerade gemerkt, dass ich wohl auf die Taste gekommen bin. Alles gut, ja genau. Mhm. Das hatte ich dann erstmal so rum festgestellt, dass es ganz stark war. Ansonsten habe ich festgestellt, dass in vielen Einrichtungen, wo es Mehrbettzimmer gab, die versucht haben, die Mehrbettzimmer auf Einzelzimmer zu reduzieren. Möglichst auf Einzelzimmer. Das fand ich erstmal eine tolle Sache. Das fand ich eher sozusagen eher eine Errungenschaft, wo ich sage, ja, das ist vielleicht mal was, wo man perspektivisch auch nochmal verstärkt nochmal gucken muss, was man vielleicht von dem retten kann, was da ist. Ich habe dann auch festgestellt, dass aus Angst, also nee, andersrum fange ich, dann habe ich festgestellt, in ganz viel, wo es es gab viele Kontakte auf telefonische Art und Weise. Das setzte aber wiederum voraus, dass diejenigen, die miteinander kommunizieren, überhaupt mal über ein Telefon verfügen. Da waren manche, meines Erachtens, die jetzt so technisch nicht ausreichend ausgestattet sind, schlichtweg abgegrenzt. Das vielleicht erst nochmal von meiner Seite, was ich merkte, wie sozusagen die Einrichtungen reagiert haben. Da haben die Einrichtungen ganz stark nochmal versucht, viele Wohnungslose in Hotels und Pensionen unterzubringen. Die haben sehr unterschiedlich reagiert. Dann gab es, ich habe viele Anrufe gekriegt von Einrichtungen, die sagten, naja, bei uns, unsere Hotels, Pensionen sind dicht, dürfen ja Touristen nicht mehr unterbringen. Und dann haben sie gesagt, aber wir können auch keine Wohnungslosen unterbringen, weil wir dürfen ja keine Touristen unterbringen. Da habe ich immer gesagt, ihr liebe Leute, Wohnungslos sind keine Touristen. Das sind sozusagen Menschen in der Notlage, die brauchen eine Unterkunft. Und es ist dann in vielen Ecken gelungen, sozusagen die örtlichen Kommunen und die Pensionsbetreiber in Teilen tatsächlich zu überzeugen, zu sagen, ja, sie öffnen ihre Hotels, Pensionen für Wohnungslose. Das ging dann irgendwann so weit, dass, weil sie ökonomischen Druck hatten, dann quasi bei den Einrichtungen selber angerufen haben, gesagt haben, wir haben noch Platz in der Einrichtung, wenn ihr noch Menschen habt, die untergebracht werden müssen, unsere Einrichtung steht zur Verfügung. Dass also etwas sich umgekehrt hat, das ist quasi auch nochmal etwas, was ich feststellte, dass die, die normalerweise sagen, nee, dafür stellen wir keinen Platz zur Verfügung, plötzlich bei den Einrichtungen angerufen haben, gesagt haben, okay, jetzt haben wir quasi keine Touristen mehr, wir haben niemand mehr und dann würden wir auch vielen Wohnungslosen einfach eine Unterkunft zur Verfügung stellen. Das wurde in der Regel finanziert über die Kommunen. Ja. Das ist vielleicht erstmal von meiner Seite, was mich beschäftigt. Das wäre sozusagen die Frage, die ich eigentlich an euch habe. Ich habe es mit Absicht jetzt erstmal nur von der Seite der Einrichtungen beschrieben. Aber was die Einrichtungen nicht beschreiben können, ist nochmal, wie es für euch war, wie es für jemand ist, der sozusagen in der Notlage ist, der letztendlich auf der Straße lebt, was das eigentlich bedeutet. Das fände ich gut, wenn wir das auch nochmal austauschen können, um dann vielleicht nochmal gemeinsam zu gucken, wie könnte es eigentlich weitergehen. Ja, vielen Dank, Stefan aus Frankfurt. Wir haben hier, ich weiß gar nicht, ob der uns hört, einen Teilnehmer aus Frankfurt, den Markus Holzbauernmann. Markus, hörst du uns? Kannst du dich freuen? Ich höre euch. Ich höre euch. Dann würde ich, weil du bei dir weiß ich das unmittelbar. Du hast, als es losging mit den Lockdowns, hast du mir geschrieben in einer E-Mail, dass in der Szene Panik herrscht. Also du hast richtig Panik, das Wort Panik benutzt, ja, weil keiner mehr weiß, wie er zurechtkommen soll. Und dann habe ich den zweiten Eindruck, dass das, was Stefan sagt, ein bisschen auch schon historisch verkürzt ist, weil von der Zeit, wo der Lockdown war, bis es denn losging mit der Hotelunterbringung in einzelnen Fällen, ja lange nicht von allen Wohnungslosen, ja, vergingen ja bestimmt 2-3 Wochen. Das heißt, eine Zeit, wo Leute auf der Straße wahrscheinlich also richtig Schwierigkeiten hatten. Und meine Frage ist, Markus, kannst du aus dieser Zeit berichten? Ich kann mich leider Gottes sehr gut an die Zeit erinnern, wo ein Lockdown da war, wo die Frage war, ob es zur Ausgangssperre kommt
und wo überlegt wurde, wie das dann läuft. Ich kann mich auch daran erinnern, leider Gottes, tatsächlich mit viel Angst damals, dass die Überlegung umging, was passiert denn, wenn alle Einrichtungen vielleicht geschlossen werden, wohin denn dann? Und dass es dann ein Gespräch gab, soweit ich mich erinnere, mit einigen Einrichtungschefs, ich glaube mit der Stadt, mit dem Gesundheitsamt, wie es denn laufen soll. Das Ergebnis war, und das war dann sehr positiv, wie ich fand, weil ich von einem Chef einer Einrichtung darüber informiert wurde, ja, man wurde sozusagen gebeten, also die Einrichtungen wurden gebeten, sich weiter um die Bedürftigen zu kümmern. Ja, das heißt, die Einrichtungen hatten dann weiter offen. Die Notübernachtung, die Winterübernachtung hatte auch weiter offen. Von Hotelübernachtungen in Frankfurt weiß ich jetzt so nichts. Es gibt vielleicht Obdachlose, die in Hotels untergebracht werden, unter Hotelzimmern. Da ist sicher, ist mir auch einiges bekannt. Aber dass jetzt durch Corona direkt da irgendwelche Hotels freigemacht wurden, davon ist mir in meinem Umfeld nichts bekannt. Was ich mitbekommen habe, war das oder ist das, dass die sogenannte Winterübernachtung sehr stark verlängert wurde. Man hat dann gesagt, aus Corona-Gründen. Normalerweise hätte die Winterübernachtung bis Mitte Mai stattgefunden im sogenannten Eschenheimer Tor. Das heißt, da ist eine B-Ebene einer U-Bahn in der Stadtmitte. Dort können die übernachten mit Security von 22 Uhr bis 5.30 Uhr. Das wurde dann bis 15. Juli verlängert. Dann war es auch schon warm draußen. Die bedürftigen Einrichtungen hatten alle dann spezielle Maßnahmen. Sie waren anders für die Bedürftigen da, zum Beispiel nicht von 16 Uhr bis 22 Uhr, sondern nur eine Stunde mit Kärtchen. Und dann gab es dafür ein Essen, was einige Monate lang kostenlos war, weil die Bedürftigen nicht mehr Flaschen sammeln konnten, weil es keine Flaschen mehr, keine Pfandflaschen mehr gab. Also das heißt, da hat sich wirklich einiges geändert. Von Hotelübernachtungen weiß ich nichts. Ich habe damals angefangen, alles aufzuschreiben, kurz vor dem Lockdown, weil ich mir sagte, mal gucken, wie die Situation April, Mai schaut. Ich habe geguckt, alle Eindrücke aus dem Alltag mit verschiedenen Internetsachen und Zeitungsartikeln aufzuschreiben, was da diskutiert wird. Und tatsächlich hat sich gezeigt, dass da eine ganze Menge daraus folgte. Noch ist alles nicht vorbei. Die Maßnahmen sind weiterhin da. Das heißt, die bedürftigen Einrichtungen haben weiterhin nicht normal offen für die Leute oder haben nicht normale Zustände. Ja, vielen Dank. Weitere Wortmeldungen zu dem Thema? Da habe ich jetzt, warte ich jetzt auf Menschen, die sich melden und etwas sagen wollen. Den Hartmut habe ich jetzt gesehen, der die Hand gehoben hat. Du bist ja auch weitgehend draußen, wenn ich das richtig sehe. Dann bitte erzähle uns, wie es dir damals im März ergangen ist. Das war ja noch ziemlich kalt damals. Warte, du möchtest bitte dein Mikrofon laut schalten, dass wir dich hören können. Genau. Ja, jetzt habe ich es ein. Also ich bin im März, da war eigentlich, die Panik war noch nicht so groß. Ich sage, im März, da war ich in Rastatt und lief eigentlich der Betrieb in der Einrichtung normal. Man hat zwar immer so, den Fernseher lief im Hintergrund und man hat mitbekommen, aha, in Italien ist irgendwas, aber das war alles noch so ein bisschen weit in der Ferne. Also war noch keine direkte Betroffenheit da. Und dann im April hat meine Tochter Geburtstag, da habe ich mich auf den Weg gemacht nach Niedersachsen hoch, bin auch durch Hessen gekommen. In Hessen war es dann die ersten Einrichtungen so auf dem Weg, auch hier die Ämter, wo man jetzt Geld holen muss. Ein Landratsamt war zu, die hatten dann nur noch so eine Notbesetzung, um an Geld zu kommen. Die haben zwar dann alle auch in der Regel längerfristig gezahlt, wo sie sonst immer nur kurzfristig gezahlt haben, damit da nicht so viel Publikumsverkehr ist auch in der Regel oder so. Aber wie gesagt, einige waren zu und total unterschiedlich auch auf dem Weg. In Wiesbaden war ganz zu, dann bin ich weiter in Gießen, die hatten einen Notbetrieb sozusagen nur da und der Tagesaufenthalt war auch geschlossen. Dann bin ich nach oben hoch in Südniedersachsen da gekommen. Da war dann auch die Anlaufstelle zu und dann nur noch mit Terminen gab es dann also Zutritt. Und wie gesagt, um Wäsche mal zu machen. In Hofgeismar war ich dann und da war drei Leute haben sie immer reingelassen, also durften nicht mehr wie drei dann rein und die Hauswirtschaft darin, die hat da ständig also
Reinigungsmittel, mit Desinfektionsmittel lief die Einzimmer durch die Gegend und hat der Einzimmer nachgewischt. Und vorher konnte man sich da praktisch auch selbst eine Tasse rausnehmen. Das war dann also, die Küche durfte man nicht mehr betreten. Da war dann nur so wie so ein Tisch davor gestellt, wo man einen Kaffee sich dann holen konnte und so Sachen. Aber man konnte weiterhin duschen und Wäsche machen. Das war dann schon mal für mich wichtig, dass das wenigstens möglich war. Aber wie gesagt, dann immer nur drei. Und man hat dann auch ausgeschlossen die sonstigen Besucher, die ehemals vielleicht Wohnungslose, sondern nur die absolut Betroffenen auf der Straße waren, in die Einrichtung auch rein konnten, aber auch dann nur, wie gesagt, maximal dann drei. Also es gab von Totalsen auch immer noch weiter erlaubt hat, aus runter nach Baden-Württemberg oder hat er da oben schon gehört von jemandem, der da war, das ist praktisch in Rastatt, wo ich gestartet war, da war dann mittlerweile auch alles geschlossen. Das ging dann alles so nach und nach ineinander über. Dann bin ich Lambertheim-Worms her da unten gewesen. Da war es dann auch wieder alles verändert. Also auch mit, ich sage jetzt mal, wenn draußen, also der Aufenthalt ist jetzt nicht das Problem. Also ich kann auch eine Gefährdung von Corona sehe ich dann. Das ist dann nur das Einzige, wo ich Geld holen muss. Und beim Einkaufen sozusagen. Ansonsten bin ich ja in der frischen Luft. Also kann mir da nichts groß passieren. Das war so immer mein Gedanke. Und jetzt mittlerweile bin ich in Baden-Württemberg wieder. Bin ich hier in Radolfzell gewesen am Bodensee. Und da war das so, noch nicht mal eine Maske brauchte man da in der Einrichtung, weil da auch die Möglichkeit besteht zum Duschen. Aber ist auch keine Maskenpflicht da. Das Einzige, was sie haben, ein bisschen bei dem Tresen, wo in der Küche die Ausgabe ist, dass sie da einen Plastikschutz davor haben. Aber ansonsten kann man die Einrichtung ohne Maske und alles betreten. So wird es da gehandhabt. Jetzt bin ich in Tuttlingen, Freunde besuchen. Und dort ist das wieder so, dass nur bestimmte Tage, wo früher der Tagesaufenthalt jeden Tag möglich war, ist also heute nur, haben die zwei Tage in der Woche oder drei, wo die Möglichkeit zu duschen ist. Also es wird völlig unterschiedlich von Norden nach Süden gehandhabt. Ja, vielen Dank, Hartmut, für deinen ausführlichen und sehr differenzierten Beitrag, der ja auch ein bisschen das bestätigt, was gesagt worden ist. Also zwischen es ist zu und es geht gar nichts über es werden Not- und Zwischenlösungen praktiziert zu. Es sind ganz neue Sachen möglich, etwa die Auszahlung für einen längeren Zeitraum und dann natürlich auch den unterschiedlichen Umgang mit Regelungen und die sehr widersprüchliche, sagen wir mal, Auflockerung und aber vor allem auch deine Wahrnehmung, was dir passieren kann. Ich habe jetzt zwei weitere Wortmeldungen hier auf der Liste. Nämlich die von Espelkamp, da weiß ich jetzt deinen Namen nicht, aber dich würde ich ja, hallo. Annehmen und danach den Dirk die Maske. Bitteschön. Ja, wir haben zwei Beiträge, weil wir sitzen hier zu dritt und wir können es ja gerade noch mal vorstellen. Also schöne Grüße aus Minden. Das ist Frau Lange, Christina Lange, Fachstellenleitung, Caroline Nobbe, Sozialpädagogin und ich bin auch Pädagoge hier, Munko Matthias. Und du wolltest als erstes was sagen. Ja, das, also was sich so als Problem rausgeschildert hat, dass erstmal die Behörden, Ämter und so weiter überhaupt nicht auf hatten, das ist sicherlich vielen bekannt. Ich habe dann auch jemanden sozusagen in der Beratung gehabt, der also gar keine Papiere hatte, der gar kein Geld hatte, der aus der JVA kam. Das war ein richtiges Problem, weil er konnte sich ja auch keine Ersatzpapiere besorgen. So, und dann habe ich an die Ämter im Grunde genommen die Aufforderung gestellt, zu überlegen, was geht, wenn gar nichts mehr geht für die Zukunft. Weil das ein ganz wichtiger Aspekt ist, im Grunde genommen zu überlegen, wie kann man denn vorgehen, wenn einfach nichts mehr geht. Ja, also wir haben dann die Frage gestellt bekommen, ja, die waren im Homeoffice, die Sachbearbeiter, und ob wir nicht sozusagen ein Konto hätten, wo darauf überwiesen werden konnte.
So, weil mit Barschek ging es halt nicht, weil der hatte keine Ausweispapiere, also und so weiter und so fort. Und das wurde, fand ich, ein bisschen auf uns abgewälzt. Ja, und das ist etwas, wo sich alle einfach überlegen müssen, wie sie da in Zukunft mit umgehen. Also die waren sehr bemüht, aber halt im Homeoffice und haben dann so die Frage gestellt, könnt ihr nicht irgendwie das Geld auf euer Konto überweisen? Also dass das Amt das auf unser Konto überweist. Und dann habe ich gesagt, Moment mal, weil es ja einfach viele Dinge zu beachten gilt bei solchen Sachen. Ja, aber das war so jetzt erstmal so die Erfahrung, die wir so gemacht haben, was jetzt so im Kreis mit Lübeck an Kommunen, an Öffnungsmöglichkeiten da war, das wissen wir jetzt hier noch nicht. Das ist sicherlich auch nochmal etwas, wo wir noch nicht fertig sind mit dem, wie man damit umgeht insgesamt. Das fällt mir jetzt erstmal so ein. Das wäre es eigentlich erstmal. Ja, was? Ich knüpfe noch mal kurz an mit dieser Kontogeschichte. Ich wusste gar nicht, dass du auch so einen Fall hattest. Ja, ja. Aber das war tatsächlich ein großes Problem. Ich habe eine Dame, die ist letztes Jahr außer Haft gekommen und die hat keine Papiere, kein Konto. Und die war natürlich auf diese Barschecks angewiesen. Und die Jobcenter haben einfach gesagt, nee, ist Corona, wir haben hier dicht, wir haben keinen Kundenverkehr. Wir brauchen definitiv ein Konto. Und dann hatte sie erst über zwei Bekannte, das sind ja nun prekäre Verhältnisse und dann waren Streitigkeiten und dann kam das Geld nachher auch nicht mehr sicher an und letztendlich habe ich dann mein privates Konto zur Verfügung gestellt. Ich sage, was mache ich ja eigentlich? Und das geht bis heute so, weil auch diese Besorgung der Papiere, Personalausweis, was wieder eine Bedingung dafür ist, dass ein Konto eröffnet werden kann oder so, das zieht sich Monate und ich spiele jetzt hier plötzlich privat meine Bank so, also das ist eigentlich unmöglich von der Jobcenter-Seite. Auf der anderen Seite noch als letztes wollte ich nochmal auf Hartmuts Beitrag eben eingehen, was ich positiv fand, dass die Auszahlungsstelle der Tagessätze tatsächlich, also nicht mehr in Tagessätzen, sondern wochenweise gemacht hat. Das fand ich eigentlich ganz vorteilhaft. Das ist also auch nochmal eine positivere Folge, würde ich sagen. Gut, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Das war aber jetzt nicht, das möchte ich ergänzen, deswegen, weil die Ausgabestellen gesagt haben, wir wollen das jetzt machen, sondern weil es eine entsprechende gesetzliche Regelung gab, dass das so ist. Ja, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist und ob es immer noch so gehandhabt wird. Das wäre eine wichtige Frage. Gut, vielen Dank für euren Beitrag. Ich habe jetzt gesehen, als nächstes hat sich der Dirk gemeldet. Dirk war zum damaligen Zeitpunkt erstens in einer Einrichtung und zweitens hier in der Koordinierungsstelle der Selbstvertretung. Ich bin gespannt, was er zu berichten hat. Bitte schön. Danke. Zunächst möchte ich das Feld mal kurz von hinten aufrollen, weil Udo Schmidt im Chat gerade die Frage gestellt hat, wie wir alle an notwendige Mund-Nasen-Masken gekommen sind, weil stationäre Bereiche Schwierigkeiten hatten, Masken zu bekommen. Also hier in Freistadt, in der Einrichtung, in der ich wohne, haben wir das Glück, dass es eine Sozialarbeiterin und Personal gab oder auch nach wie vor gibt, die große Anzahl an Masken genäht haben und haben, sodass wir Bewohner, die dann auch hier über die Einrichtung bekommen haben. Wenn da mal ein Engpass gewesen ist, hatte ich über Initiativen hier aus der Gegend Solingen und Umgebung Privatpersonen, die dann auch Masken per Post geschickt haben und die dann an Bewohner verteilt wurden. So, aber was ich jetzt zum Beispiel auch im Rahmen hier so von der Koordinierungsstelle in den letzten Wochen mitbekommen habe und auch aktuell ist es so, dass in Bremen und in Hamburg zum Beispiel die Situation noch katastrophal ist, dass in Bremen nur eine einzige Tagesstätte aufhat, wo sich die Leute von der Schwarze zurzeit versorgen können. Ansonsten sind weitere Einrichtungen noch geschlossen. Hamburg sind alle Einrichtungen noch zu, sodass man da sagen muss, die einzige Versorgung läuft zurzeit über den Hamburger Gabenzaun am Hauptbahnhof, aber die Einrichtung von der Ali-Mausen zum Beispiel haben nach wie vor geschlossen, sodass es natürlich extrem schwierig ist, dass die Leute sich vernünftig versorgen können. Und was ich noch viel, viel fataler finde, ist, ein etwas größerer christlicher Träger aus Berlin, ich nenne absichtlich gerade mal nicht den Namen, hat sicherlich vor 2 Monaten oder 3 Monaten, müsste ich jetzt lügen, Deutschlands erstes Quarantänezentrum aufgemacht mit Unterbringung.
Frank Kruse wird möglicherweise jetzt gleich auch lachen. Bei der Eröffnung sind mir Bilder zu Augen gekommen, wo ich gesagt habe, das geht ja mal gar nicht, beziehungsweise finde den Fehler. Ein Quarantänezentrum mit Vierbettzimmer. Ja, also Vierbettzimmer und Etagebetten. Stefan weiß möglicherweise, von welchem Quarantänezentrum. Ich spreche auch mit Stefan Gillig. Und da packt man sich dann auch am Schädel und sagt sich, Kürbis gedeihen. So wird er erstmal dazu. Hallo, Markus Mattisen hier. Ich war für Input vorgesehen, aber bisher ist noch kein Input von mir gekommen. Und dann ist es natürlich so, dass da keiner drüber reden kann, wenn keiner meinen Input kennt. Und das passt eigentlich auch dazu, was ich sagen wollte, ja, dass die technischen Möglichkeiten genutzt werden, um, ich weiß nicht, um die Kritik zu unterbinden. Und da muss ich sagen, fühle ich mich ein bisschen übergangen hier, ja. Ich weiß nicht, was Stefan dazu zu sagen hat. Dazu habe ich relativ wenig zu sagen. Also es ist verabredet mit dir, dass du den Input machst. Und ich habe erst mal geguckt, wer sich zu Wort meldet und habe jetzt noch nicht gesehen, dass du dich zu Wort gemeldet hast. Und deswegen bin ich einfach davon ausgegangen, dass du noch mit deinem Beitrag wartest. Nee, also ich wollte nicht warten, denn die Zeit läuft ab. Und ich habe so das Gefühl, nachher komme ich gar nicht mehr dran. Du kommst auf jeden Fall dran und du bist jetzt dran und du kannst jetzt gut so lange reden, wie du möchtest und das sagen, was du für richtig hältst. Bitte. Vielen Dank, Stefan. Ich zeige erstmal hier meine Maske. Das ist eine selbstgemachte und zwar aus Kaffeefiltern. Die funktioniert ganz gut und man sieht, die Luft geht durch. Und das ist die billigste Lösung. Das ist die billigste Lösung. Ich werde aber teilweise schief angeguckt. Aber das halte ich aus. Ja, was habe ich erlebt? Ich lebe hier, also ich bin ehemals wohnungslos. Ich habe also Wohnungslosenerfahrung und lebe hier in einer kleinen Stadt in Neumünster, 80.000 Einwohner. Die Tageseinrichtungen wurden geschlossen, die Treffpunkte, die wir hatten. Wir haben hier ein Café, was von einer Freikirche betrieben wird. Also mehrere Gemeinden sind da zusammengeschlossen. Und da wurde also sofort dicht gemacht. Und nach einer Woche oder zwei Wochen hat man da statt Mittagessen und Frühstück Tüten ausgegeben mit Lebensmitteln. Ja, man musste da also an die Tür kommen und anstehen. Was aber gefehlt hat, waren die Treffpunkte. Ich selber bezeichne mich als sozial schwach. Ich weiß, dass dieses Wort nicht so gut ankommt, aber ich fühle mich sozial schwach. Nicht nur deswegen, weil ich kein Geld habe. Ja, es gibt viele Leute, die in dieser Lage sind und keine Kontaktmöglichkeit haben und die leiden darunter. Ich auch. Und was mich gewundert hat, war, dass eigentlich kaum Kritik kam. Wer in der Zeitung sich zu Wort meldete, waren eigentlich nur die Wirtschaftsleute. Also zum Beispiel hier der Wochenmarkt, die wollen doch wieder aufmachen, sonst gehen sie alle pleite. Aber über diejenigen, die sozusagen das am dringendsten brauchen, die sind kaum zu Wort gekommen in der Öffentlichkeit. Und auch die Kirchen, die ja eigentlich mehr Zeit haben, weil sie ja keine Gottesdienste haben, sind eigentlich stumm geblieben, muss ich sagen. Ja, da kam überhaupt nichts. Man hat sich gewundert, sonst sind ja die kommunalen Pressestellen von den Kirchen immer sehr aktiv, aber da war kaum etwas, was da kam. Allgemein habe ich festgestellt, dass dass Corona benutzt wurde, um alles Mögliche zu verbieten. Also es war, man hat sich überhaupt keine Gedanken darum gemacht, wie wichtig das Versammlungsrecht ist, das Grundgesetz. Ja, das Grundgesetz
hat eigentlich niemand angesprochen. Und insofern fühlte man sich da so ein bisschen alleingelassen. Hier wurde jede zweite Bank abmontiert in Neumünster. Die Polizei fuhr Streifen. Ich habe auf einer öffentlichen Bank gesessen, und zwar beim Wochenmarkt hier in der Stadt. Der fand ja statt, die Leute wollten ihren Spargel verkaufen. Und weil ich da mich mit meinen Bekannten, mit denen ich mich da traf jeden Tag, um diese Isolation ein bisschen auszugleichen, weil ich mich da ausgetauscht habe und weil ich angepöbelt wurde von einem Marktbesucher, wurde gesagt, nein, wir sollten da nicht sitzen. Am nächsten Morgen war diese öffentliche Bank abgeklebt mit Signalband. Ja, ich reiß das ab, schmeiß das auf den Boden, ja, setz mich hin. Ja, wir unterhalten uns. Und dann sagt der Marktbeschicker, hier, ruf mal das Ordnungsamt. Dann kommt der vom Ordnungsamt, ja, und sagt, ich soll doch bitte die Bank verlassen. Ja, also er will mich da sozusagen wegschicken. Ne? Ich habe gesagt, nee, ich gehe nicht weg, außer sie geben mir einen Platzverweis. Ja? Und dann hat er an meine Menschlichkeit appelliert, an meinen gesunden Menschenverstand, dass ich doch bitte die Bank verlasse. Ja? Nee, habe ich gesagt, mache ich nicht, sie müssen mir einen Platzverweis erteilen. Das wollte er aber nicht. Ja, und diese Methode, dass man für Corona sozusagen als Zaubermittel nimmt, ja, um alles Mögliche zu erreichen und die Leute dazu zu zwingen, ihren Platz zu räumen, das muss ich sagen, das hat mich ganz unangenehm berührt. Und ich habe gesagt, Sie sollen doch bitte, wenn Sie irgendwelche Maßnahmen einleiten, dann doch bitte eine gesetzliche Grundlage haben. Ja, aber das war, da ist nichts zu machen. Ich habe gehört, in Italien hat man überlegt, 20.000 oder 30.000 Menschen zu mobilisieren, die auf das Maskentragen in der Öffentlichkeit und auf die Regeln achten sollen, ja, ohne gesetzliche Vollzugskraft. Ja, aber das zeigt, dass diese Überwachung durch Corona, dass das also in einem ganz starken Maße zunimmt. Ja, ich habe dann noch so ein paar Punkte hier. Ja, das Infektionsschutzgesetz, das habe ich schon gesagt. Es wurde dann auch immer der Datenschutz wurde ganz hoch gehalten. In anderen Ländern war es ja so, dass man, in Südkorea zum Beispiel war es so, dass man sich weiterhin treffen konnte. Aber der Datenschutz war stark eingeschränkt. Ja, die Menschen mussten, die infiziert waren, die wurden genau überwacht, mit wem sie Kontakt hatten. Und man hat dann sozusagen die Verursacher der Infektion feststellen können, isolieren können. Dieser Datenschutz, der steht also ganz oben, also auch auf der Seite der Linken. So kam mir das vor. Ja? Der Datenschutz, während das Versammlungsrecht eigentlich dagegen kaum abgewogen wurde. Ja? Und ich finde, da hätte ich mir ein bisschen mehr Diskussion gewünscht. Auch zum Beispiel in Schweden ist es ja auch so, dass man sich weiterhin treffen kann, während man in Deutschland diesen Lockdown macht, was ja auch schwerwiegende Folgen hat in der Zukunft. Ja, was wollte ich noch sagen? Ja, die Masken, das führt natürlich zu einer Gesichtslosigkeit von Menschen im öffentlichen Raum, die auch gerade auch Menschen wie mich und andere stark trifft, finde ich. Also mir war das zu Anfang sehr, sehr unangenehm. Und wenn ich mir vorstelle, dass das jetzt über Jahre so weitergeht, in der Bahn habe ich eine Frau gesehen, die hat so eine Plastikmaske gehabt, die hier am Kinn festgehalten wurde. Und das Plastikstück ging dann nur so hoch. Und das konnte man das Gesicht sehen. Ja, das war mir sehr viel angenehmer. Ja, also ich muss sagen, dass auch die technischen Möglichkeiten, die durch Corona jetzt geboten werden, ich meine, wir sind hier im Internet-Chat, die sind sehr, wie soll ich sagen, die bieten den Veranstaltern große Möglichkeiten technisch,
wie Sie die Beiträge von anderen reglementieren können. Also Stefan macht das auch gerne, dass er dann alle Mikrofone abschaltet. Ich meine, wenn wir jetzt zusammensitzen würden in einem Raum, dann könnte er unsere Stimmen nicht abschalten. Insofern hat Corona technische Möglichkeiten gebracht, die also die, wie soll man sagen, die autoritäre Ja, jetzt sieht es so aus auf meinem Bildschirm, als wäre die Verbindung zu Markus abgebrochen. Sein Bild ist eingefroren. Das ist natürlich deswegen fatal, weil das genau zu einem Zeitpunkt passiert ist, wo er über dieses Thema gesprochen hat und wo er wahrscheinlich vermuten kann, ich hätte ihn abgewürgt, um das zu unterbrechen. Das ist aber nicht so, ja. Das ist jetzt ein bisschen misslich. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich gucke mal, ich habe jetzt Wortmeldungen von Markus Holzbauermann aus Frankfurt und der Stefan Gillig hat sich auch gemeldet. Wenn sich jetzt eine von den Frauen melden würde. Ja, ich würde mir gerne. Dann würde ich die Frau, also würde ich Hannelore vorziehen. Und bitteschön, Hannelore. Was für mich unglaublich war, schon der Anblick getragen. Seit 2 Jahren ist es schon bekannt mit diesem Virus. Wenn man was gesagt hat, war man ein blöder Verschwörungstheoretiker. Jetzt kommen die und entzweien uns in zig Lager, fangen an, uns hier zu dirigieren und kontrollieren und wir sollen da irgendwelche dummen Faxen machen für die. Ein Virus, der angeblich tödlich ist, den soll so ein Läppchen weghalten. Wenn ich sehe, wie Menschen in Vergiftungen oder irgendwas, was die für Monturen anhaben, und dann soll mir so ein kleiner Lappen einen tödlichen Virus von, also bitte. Und ich habe das Gefühl gehabt, als wenn so die Menschheit so geistig tot ist, als wenn die alles. Ich habe gesagt, schaltet mal eure Fernseher aus. Wenn ich diesen RKI-Klon da oben gesehen habe, mal war der Virus gefährlich, mal war er nicht gefährlich oder so. Und alle, die dagegen gesprochen haben, die gesagt haben, der Virus ist nicht gefährlich, die sind mundtot gemacht worden, die sind verhaftet worden, die sind eingesperrt worden. Und das sind alles so Dinge, wo ich denke, ich als gesunder Mensch muss mir da mal Gedanken drüber machen, wo ich sage, halt stopp, ihr habt hier eine Grenze bei mir erreicht, wo einfach Sense ist, das lasse ich nicht mit mir machen. Und da stehe ich ja ganz auf dem Markus seiner Seite, der da sagt, er verlässt die Bank nicht, bevor er da nicht eine Verweisung. Ich finde das toll. Wir sind einfach gewöhnt, uns alles gefallen zu lassen. Das läuft nicht, das geht nicht. Man muss auch mal bereit sein. Und Angst, es wird permanent Angst geschürt, permanent. Wozu? Damit wir schön klein gehalten werden, alle. Und inzwischen sind es alle. Wenn ich sehe, wie die Kasperle in der Aufzugstiege sind, 6, 7 Mann von unseren Politikern und erzählen aus dem Aufzug raus, wir müssen Masken tragen und die ohne Maske, ohne alles, dann fühle ich mich dermaßen verarscht. Dann habe ich mich so verarscht gefühlt, da habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Diese Faxen macht ihr nicht mit mir. Vielen Dank, Hannelore, für deinen Beitrag. Ja, das mit dem Plastikteil, wo man nur, das haben hier die Bedienung und Kellner und so, finde ich toll. Das sieht man wenigstens noch was, wenn überhaupt Maske. Also ja, vielen Dank. Also, bin ich fertig. Es ist auch ein wichtiger Hinweis nochmal, dass du nochmal auch hingewiesen hast auf die großen Irritationen, die es überall gab. Ja, gerade als es losgegangen ist, aber auch jetzt während der ganzen Zeit des Verlaufes, dass es also durchaus sehr widersprüchliche Meldungen und Informationen gab und auch sehr unterschiedliche Umgangsweisen, wenn man jetzt auf die ganze Welt guckt. Ja, also da gab es ja Leute, die gesagt haben, also
man könnte den Coronavirus mit Wodka-Trinken bekämpfen. Ich möchte dem Markus aus Neumünster sagen, ja, dass das nicht, auch wenn es so erscheint, es war nicht die Absicht, dich abzuwürgen, sondern wir haben irgendwann mal gesehen, dass dein Bild eingefroren ist, du warst nicht mehr zu hören und dann habe ich als nächstes die Hannelore rangenommen. Also das ist jetzt keine Machtausübung oder sowas. Ja, ja, das weiß ich. Mein Computer hier war eingefroren. Okay. Ich würde dann auch meinen Vortrag beenden oder meinen Input und wir können die Diskussion weitermachen. Genau, vielen Dank dafür, Markus. Ich habe jetzt folgende Wortmeldung. Ich habe den Markus Holzbauermann aus Frankfurt, der sich gemeldet hat. Dann hat sich der Stefan Gillig gemeldet, den ich jetzt auch mit der Bitte auf die Zeit, wir haben noch weniger als eine halbe Stunde, bitten würde, dann zu versuchen, auch so eine Art Zwischenbilanz zu machen. Und dann sehe ich, dass der Frank Kruse sich gemeldet hat. Das sind also jetzt die drei Wortmeldungen, die als nächstes kommen. Und allen anderen, die sich bisher noch nicht zu Wort gemeldet haben, das ist also jetzt noch eine halbe Stunde, etwas zu sagen. Ich möchte aber auch hinweisen auf die Chat-Funktion. Die wird sehr intensiv von euch genutzt. Da sind etliche Links und Hinweise zu finden. Also bitte schaut auch nochmal in den Chat rein. Da gibt es jetzt auch eine kleine Paralleldiskussion. Bitte zunächst Markus aus Frankfurt. Du möchtest das Mikrofon. Ja, bin ich. Wunderbar. Hört man mich? Okay. Ja, ja. Lieber anderer Markus, vielen Dank für deine Statements, auch von Bethel und so weiter. Ich habe drei Links im Gruppenchat eingeführt, falls sich jemand dafür interessieren sollte. Ein Bekannter von mir hat mir einen Ausschuss zugeschickt, wo in verschiedenen Terminen verschiedene Aspekte diskutiert werden von einem Anwalt, von verschiedenen Anwälten. Man kann sich das anhören, man kann Informationen darüber bekommen. Es muss nicht stimmen, man kann sich das anhören, ganz kritisch. Dann ein Hörspiel, das Schüler eines Gymnasiums gemacht haben, wo sie einen Roman von 2009, der heißt Corpus Delicti, genommen haben und den auf die heutige Zeit bezogen haben. Das Hörspiel dauert eine halbe Stunde. Das habe ich auch schon den Leuten vom Theaterworkshop zugeemailt. Diesen Link kann man sich gut anhören. Der wurde schon Anfang Juni in Radio X veröffentlicht. Und als letztes ein Text, wo es um die Demos in Berlin geht und wo ein Soziologe kritisch guckt, was passiert denn zurzeit mit den Leuten, die für die Grundgesetze kämpfen und den Leuten, die diese ganzen Grundrechtsdemos als rechts kritisieren. Wer davon Recht hat, weiß ich nicht. Aber das geht in die Richtung von Markus Frank, der sagt, autoritäre Maßnahmen sollen legitimiert werden und so weiter und so fort. Und die Kontaktlosigkeit, die macht einem Sorgen, geht übrigens vielen so, geht auch vielen Studierenden so. In der Uni kann man nicht mehr schön in Seminare gehen. Das wird alles über online gemacht. Wenn man online Sachen vergisst, hat man Pech gehabt. Das heißt, überall da werden die Kontakte eben stark eingeschränkt. Und ich kann Markus sehr gut verstehen, dass das sehr unschön ist, denn je weniger Kontakte man hat, desto einsamer fühlt man sich. Aber diese drei Links wollte ich eben euch mal zugeschickt haben. Vielen Dank, Markus. Jetzt bitte Stefan aus Frankfurt. Ja, ich finde es, also erstmal finde ich es richtig toll, diese Diskussion jetzt mitzuerleben. Ich finde, das deckt, glaube ich, ganz gut die Bandbreite ab, in der wir uns bewegen. Es sind aber ganz unterschiedliche Diskussionen. Einmal ist die Diskussion sozusagen über die Freiheitsrechte. Sozusagen, wo sind die Grenzen der Freiheit, wo enden die? Ich finde, klar, die muss man führen, aber ich kann nur sagen, ich selbst bin überzeugt, dass Masken und sowas eine Perspektive sind. Ein Freund von mir ist an Corona gestorben. Und ich sage, wer sowas in der Nähe erlebt, wer erlebt hat, dass Menschen daran sterben, der kann schlichtweg nicht ignorieren, dass da eine Gefahr droht. Das wollte ich aber nur mal so klar und so deutlich sagen. Und ich glaube, wir müssen, und so wie wir, so fischen viele anderen auch im Trüben, weil keiner so richtig weiß, eigentlich, was ist eigentlich die angemessene Handhabe. Insofern bewegen wir uns permanent auf so einer Grenze über die Frage, wo werden quasi Rechte eingeschränkt, mit welcher Legitimation, wie lange sind diese Rechte, die eingeschränkt werden, auch tatsächlich noch zu legitimieren und wo muss man vielleicht nochmal wiederum mehr Freiräume zulassen. Und das nehme ich wahr in der gesamten politischen Diskussion, dass im Moment wir nichts anderes haben, als permanent von Woche zu Woche sozusagen neu zu sortieren, Politik auch neu sortiert und an vielen Punkten selbst unsicher ist. Und da geht es manchmal
wirklich positiv Entwicklung. Manchmal gibt es auch einen Punkt, wo ich sage, na, das hätte jetzt nicht gerade sein müssen. Also das vielleicht erstmal zu dieser Diskussion, die wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so von meiner Seite erstmal weiterführen. Ich wollte jetzt quasi nochmal auf die Situation kommen. Ich hatte versucht, vorhin zu beschreiben, und vorhin wurde gesagt, der soziale Austausch, Markus hat es eben gerade nochmal erwähnt, aus den Einrichtungen wurde mir ganz, ganz, ganz massiv zurückgemeldet, dass ganz viele Wohnungslose genau das Thema sozialer Austausch auch nochmal thematisiert haben. Dass sie gesagt haben, Mensch, mir fehlt in der Tat die Möglichkeit, mich mit anderen zu treffen. Gleichzeitig gab es noch ganz andere unterschiedliche Rückmeldungen. Ich habe die Rückmeldung gehabt, es gab Wellen, glaube ich. Es gab einmal eine Welle, als dringend Masken benötigt wurden. Da waren viele Einrichtungen selbst vor dem Problem gestanden, wie kommen wir zu Masken? Und die selbst für ihre Mitarbeitenden teilweise Schwierigkeiten hatten, Masken zu kriegen. Es gab, ich kenne interessanterweise zwei, ich bin ja in Hessen, es gab in zwei Einrichtungen, in Mainz und in Wiesbaden, wo Fußballfans, sozusagen die sozusagen immer sozusagen gewissermaßen oftmals an die Wand gestellt werden, nach dem Motto, die Fans, die sind ja sozusagen ganz kritische und schwierige Menschen. Die sind tatsächlich Fußballfans von Mainz 05 und von Eintracht Frankfurt, die sind in die Einrichtungen gegangen, haben teilweise jeden Tag haben die sozusagen Lebensmittel geordert und haben die als Streetwork sozusagen zu den Menschen gebracht, die in die Einrichtung nicht mehr gehen konnten. Ich wollte damit deutlich machen, es gab erstmal ein Schreck. So. Und dann gab es, fand ich, erst relativ schnell eine Welle von Hilfsbereitschaften. Das ging bis dahin, dass in Städten sozusagen Zelten erlaubt wurde, wo Menschen in den Zelten genächtigt haben, wo die normalerweise dort vertrieben wurden. Und jetzt sind wir quasi in einer weiteren Welle. Jetzt stelle ich fest, jetzt wird quasi plötzlich wieder sanktioniert, was vorher geduldet wurde. Also wir erleben gewissermaßen jetzt gerade einen Wechsel in der jetzigen Phase, dass die sozusagen dort waren, genächtigt haben, jetzt quasi viel, viel mehr sanktioniert werden, wieder aus öffentlichen Plätzen vertrieben werden, weil sie plötzlich sozusagen für Politik oder für Verwaltung eher störend erscheinen. Also das nehme ich erstmal als Entwicklung wahr. Ich habe auch wahrgenommen, und das hat meines Erachtens das Problem auch nochmal verschärft, dass aus vielen Justizvollzugsanstalten, ich habe die Rückmeldung aus Frankfurt, Justizvollzugsanstalt, diejenigen, die Ersatzfreiheitsstrafen haben, wurden auf die Schnelle 240 Leute entlassen. Interessant, normalerweise werden die einkassiert, werden den JVA gehalten und dann hat man plötzlich den JVA festgestellt, oh, wir haben die Probleme mit den Hygienevorschriften. Die haben die Menschen schlichtweg auf die Straße entlassen. Das hat einmal den Druck natürlich für die Einrichtungen nochmal wesentlich verschärft. Ich würde aber zugleich nochmal gucken, was für Errungenschaften wir eigentlich damit haben. Also ich würde gerne mal zwei, drei Errungenschaften sagen, damit wir nicht nur sozusagen das verbleiben, was wir sozusagen als kritische Masse beschrieben haben. Also ich habe es erstmal gesagt, eine Errungenschaft fand ich, war die Errungenschaft und ich fand auch eine Errungenschaft, dass überhaupt das Thema Wohnungslosigkeit plötzlich in der öffentlichen Diskussion war. Das fand ich, da haben wir manchmal in der Hilfe ja die Schwierigkeit, uns gewissermaßen auch mitverständlich zu machen. Plötzlich hatten wir das Thema gehabt. Man kann es bewerten, wie man es will, aber erstmal finde ich erstmal wichtig und gut, dass man überhaupt mal über etwas reden kann und öffentlich reden kann, weil nur so können sich überhaupt mal Perspektiven entwickeln. Ich fand es erstaunlich, fand es gut, dass die Kommunen, die sozusagen viele Menschen, zum Beispiel auch die obdachlos sind aus Osteuropa, wo die Kommunen oftmals sagen, für die sind wir nicht zuständig, die müssen gucken, wo sie bleiben. Plötzlich wurden auch die Menschen in Hotels und Pensionen untergebracht, sozusagen, wo die Kommunen ihrer rechtlichen Verpflichtung nachgekommen sind, was sie ansonsten immer ablehnen. Es war meines Erachtens hilfreich, das wurde auch vorhin mal kurz erwähnt, dass die Tagessätze nicht mehr als reine Tagessätze sozusagen verteilt wurden, sondern, Stefan hat es ja schon beschrieben, teilweise wochenweise, teilweise monatsweise ausgezahlt wurde, sodass also sozusagen das permanente Antraben müssen und sich legitimieren müssen, sozusagen verändert wurde. Auch das fand ich gut. Ganz klar ist natürlich das Thema
Kündigung von Mietwohnungen, dass sozusagen Mietwohnungen nicht mehr gekündigt werden konnten. Das ist für die natürlich kein Thema mehr, die schon auf der Straße sind, aber für die, die sozusagen wohnungslos zu werden drohen, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Und was es noch in Teilen gab, die Aussetzung von Kostensenkungsverfahren von Jobcentern für Menschen, die in verhältnismäßig teuren Wohnungen sind, die wurden auch ausgesetzt. Sonst gibt es ja immer nochmal Druck nach dem Motto, jemand ist in einer zu teuren Wohnung, hat aber nur Anspruch auf eine bestimmte Miethöhe, und auch das wurde ausgesetzt. Und ich denke, das war erstmal die Punkte, die mir erstmal wichtig waren, nochmal zu sagen. Und vielleicht schaffen wir es nachher nochmal zu gucken, was brauchen wir jetzt eigentlich zukünftig? Also was brauchen wir, wohin soll die Reise gehen? Und was sind unsere Forderungen, Erwartungen an Öffentlichkeit und Politik? Soweit. Ja, vielen Dank, Stefan. Entsprechend unserer Regeln für die Zoom-Konferenz ist jetzt aus paritätischen Gründen Regina dran. Dann hat sich Frank zu Wort gemeldet, der ist jetzt nach hinten gerutscht. Und hinten dran ist auch Markus aus Neumünster als Dritter, weil er hat ja schon gesagt. Deswegen ist er also dann hinten bei. Bitte Regina, dann Frank und dann Markus. Und ich möchte daran erinnern, wir haben jetzt also noch weniger als 20 Minuten. Also die Aufforderung, auch schon ein bisschen nach vorne zu denken, welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus. Regina, bitteschön. Bei uns waren vor 2 Monaten die Lockerungen schon so weit, dass wir Masken nur mehr in den öffentlichen Verkehrsmitteln tragen mussten. Dann kamen ganz viele Leute auf die tolle Idee, Party zu machen. Und wir sind jetzt wieder nach oben gefahren und wir müssen jetzt wieder in allen Geschäften und überall, wo wir, also wenn wir nicht im Freien unterwegs sind, müssen wir Masken tragen. Ich finde das Masken tragen, ja, wenn es nichts nutzt, dann nützt nichts, schadet es nichts. Wir treffen uns einfach in Parks oder in anderen, irgendwo im Freien, aber das soziale Leben funktioniert trotzdem. Man setzt sich eben nicht dicht zusammen, sondern 1 Meter Abstand, dann kann man sich auch unterhalten. Aber Masken tragen finde ich besser, als wenn ich dann wieder sehe, dass man dann wieder alle in den Wohnungen sitzen und nur mehr raus dürfen zum Einkaufen oder zum Arzt. Finde ich das eine viel schlimmere Einschränkung als eine Maske. Danke. Vielen Dank, Regina aus Wien. Als nächstes spricht Frank aus Freistadt zu uns. Bitte schön. Also diese mit dem Lockdown verbundene Isolation, das umfasste ja mehr. Die ganzen Maßnahmen vom Jobcenter wurden schlagartig stillgelegt. Die Tagestreffs, ebenfalls hier in Niedersachsen, mussten geschlossen werden. Also wir haben die Leute einzeln betreut. Die mussten ja in ihre Postfächer und diese ganzen Sachen. Das war alles eine große Schwierigkeit, aber sich zu treffen, Kontakt zu haben, war ja unmöglich gemacht. Die Leute, die über verschiedene Maßnahmen vom Jobcenter dann nicht nur Beschäftigung, sondern soziale Kontakte hatten und 180 Euro im Monat mehr. Das war schlagartig vorbei. Und wenn jemand in eine Einrichtung kam, dann war er erstmal 2 Monate in Quarantäne verschwunden. Das heißt, zwei Wochen Isolation, begegnete also Menschen im Ganzkörperkondom. Also diese Situation, glaube ich, war für alle sehr belastend. Was mir aufgefallen war, dass die Situation von wohnungslosen Menschen genauso stigmatisiert war wie sonst. Die Erlasse, die das Land Niedersachsen rausgelassen hatten, waren für Pflegeheime, für Eingliederungshilfe, nicht für Wohnungslosenhilfe. Die Frage ans Land Niedersachsen, was heißt das jetzt, war, dass das Land Niedersachsen den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe empfehlen würde, sich daran zu halten. Das hatte eine ganz praktische Konsequenz, weil die anderen Einrichtungen, Eingliederungshilfe, Altenhilfe, hatten Anspruch auf öffentliche Förderung. Während die Wohnungslosenhilfe gehalten war, die Maßnahmen einzuhalten, um nicht im Falle von Corona
Infektionen angeklagt werden zu können wegen der sogenannten Garantenpflicht. Mussten also die Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe sich besser dran halten, wenn sie nicht in ein Haftungsrisiko laufen wollten, aber hatten keinerlei Anspruch auf irgendeinen Ersatz. Das fand ich schon ziemlich schräg. Dann der Erlass, dass die Wanderarbeiter, also hier für Spargel und so, dass da in dem Erlass drin stand, dass die also nicht in Massenunterkünften untergebracht werden sollten, sondern in Einzelzimmern. Das ist ja nett, das finde ich auch richtig, aber dass in diesem Erlass nicht die öffentlichen, also die Obdächer umfasst wurden. Dass nicht in diesem Zusammenhang gleich gesagt wurde, auch die kommunalen Obdächer müssen Einzelunterbringung machen. Da kann ich mich jetzt noch drüber aufregen. Dann die Geschichte mit den Masken. Wir haben angefragt, wie es denn für Geld aussieht für die Masken. Da war die Antwort, weil ja jeder wohnungslose Mensch Arbeitslosengeld 2 kriegt und man keine medizinische Maske tragen muss, sondern einen Mund-Nasen-Schutz. Das könnte man auch mit einem Schal machen und ein Schal ist umfasst von der Kleidungspauschale. Musste also jeder, der in der Einrichtung war oder auf der Straße war oder jeder Arbeitslosengeld 2-Empfänger eben sich diese Maske selber besorgen oder eben im Schal rumlaufen. Also diese Ignoranz gegenüber über einer schwierigen Lebenssituation und das so nachhaltig, fand ich unmöglich. Als die Diskussion um den anstehenden Lockdown, der ja nicht gekommen ist, aber der ja diskutiert wurde, war, habe ich beim Ministerium angerufen und habe gesagt, ihr seid witzig. Wenn der Lockdown kommt, die Leute nach Hause gehen sollen, wo sollen denn die Leute hingehen, die auf der Straße sind? Weil das ja nicht nach Hause gehen damit Strafe verbunden wäre. Er hat ja vom Ministerium gesagt, gute Frage, wir müssen das hier besprechen. Dann haben die das besprochen, dann hat er wieder angerufen und hat gesagt, ja, das Land ist ja zuständig für alle Menschen, die wohnungslos und obdachlos sind. Da sind die Einrichtungen, die vom Land finanziert werden, verpflichtet, die Leute aufzunehmen. Das ist lustig, weil durch die Quarantäne konnte man nur ganz wenig Leute aufnehmen. Es gab Einrichtungen, die hatten keine Quarantänestation, die konnten überhaupt nicht aufnehmen. Also auch das eine Ignoranz gegenüber der Lebenssituation von Menschen, die in so einer Situation waren. Ich fand und finde das nach wie vor unbeschreiblich. Eine kleine Sachinformation an Hannelore. Diese Masken schützen dich überhaupt nicht, wenn ein Infizierter kommt. Das ist überhaupt nicht der Sinn und Zweck. Diese Masken haben lediglich den Effekt, dass deine Ausatemluft nicht 5 Meter weit strömt, sondern nur 1,5 Meter. Das heißt, wenn du infiziert bist und eine Maske trägst, werden die Leute nur in 1,5 Meter Umkreis angesteckt und nicht im 5 Meter Umkreis. Das ist der einzige Effekt, den diese Mund-Nasen-Bedeckung hat. Das sollte man sachlich wissen. Ja, das könnte ich noch ganz viel zu sagen, aber da ist nicht die Zeit für. Okay. Ja, vielen Dank, Frank. Jetzt ist als nächstes nochmal der Markus aus Neumünster dran. Ja, vielen Dank. Wir haben noch 10 Minuten. Ich bitte jetzt alle, sich nach Möglichkeit kurz zu fassen. Bitte schön. Ich denke, dass alle sich kurz fassen, das wäre schon vorher angebracht gewesen, weil dann den Letzten ja die Hunde beißen. Zu den Masken wollte ich noch mal sagen, dass die wissenschaftlich noch gar nicht so sehr erforscht sind. Man weiß das nicht genau, wie sie schützen, ob sie nicht auch einen selber schützen. Also es gibt wenig wissenschaftliche Untersuchungen darüber. Und zum Zweiten, worüber man sich einig ist, ist, dass die das Abstand halten, also 1,5 bis 2 Meter, das ist die erheblich wichtigere sozusagen Verhaltensmaßregel als die Maske. Das wird übrigens auch von dem, in Schweden ist ja ein Staatsepidemiologe damit beauftragt, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Das wird in Schweden genauso gesehen, wo man ja keine Masken nutzt. Die sind da nicht vorgeschrieben. Wichtig war mir nochmal, dass das Leben ein hoher Wert ist. Dass niemand stirbt, ist ein hoher Wert, aber es gibt auch noch andere Werte. Ja, zum Beispiel, dass Kinder in die Schule gehen können, dass sie lesen und schreiben lernen,
dass sie also nicht aufgrund, dadurch, dass jetzt einige Leben geschützt werden, ja, auf ihre Bildung verzichten müssen. Das scheint mir nochmal ganz wichtig zu sein, dass wir in einem Staat leben, wo der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gilt. Und so sehr das sicher vielen Leuten wichtig ist, dass man gehorcht den Corona-Maßnahmen, um jetzt möglichst viel Geld rauszuhauen und so weiter und so fort, die Freiheit ist mir doch wichtiger, ja. Und was soll man dazu sagen? Ich meine, die Linke sagt, man muss alle Corona-Maßnahmen befolgen. Das Leben steht an erster Stelle, also das Überleben, ja. Und Stefan guckt zur Uhr, scheint mir. Ich muss sagen, das habe ich nie so mitgetragen. Wir haben andere Lebensrisiken, zum Beispiel den Straßenverkehr, wo also 3000 Leute ebenso mal sterben. Ja. Wenn ein Müllwagenfahrer ein Kind überfährt, was bei Grün über die Straße geht, dann kostet das ein Monatsgehalt. Ja. Das sind also die Verhältnisse, in denen wir leben. Das sind die Verhältnismäßigkeiten. Und man kann jetzt nicht sagen, damit jetzt kein Leben gefährdet wird, müssen jetzt die maximalen Maßnahmen durchgeführt werden, sondern man muss den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahren. Und das wäre auch sozusagen mein Rat an die Zukunft, ja. Wir haben Malaria mit 300.000 Toten pro Jahr. Wir haben andere Krankheiten, die Grippe zum Beispiel mit Toten, ja. Da wäre doch mein Rat, macht euch mal ein bisschen locker, ja. Die Welt ist nicht untergegangen. Die Krankheit werden wir nicht mehr los. Wir müssen mit ihr leben, ja. Und macht uns nicht so viel Angst, ja. Das ist jetzt werden viele sagen, naja, er ist rechts, ne? weil er ja jetzt eine andere Meinung einnimmt als die, die politisch korrekt ist. Ja? Dazu stehe ich. Und vielleicht kann die Linke sich ja auch mal fragen, ob das alles so richtig ist, was sie macht. Okay, dann bedanke ich mich. Auf Wiederhören. Ja, vielen Dank, Stefan, für deinen Beitrag. Das war ja auch mit einem Grund, dich zu bitten, den Input zu machen, weil du das sagst, was du für richtig hältst. Ich möchte auf zwei Sachen hinweisen bei dieser Gelegenheit. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon bei den Schlussworten. Das eine ist ein Hinweis, den der Werner aus Berlin hier in den Chat reingeschrieben hat. Nämlich er hat geschrieben, ich erinnere an die Gelder, die die Bundesregierung zum Beispiel Lufthansa bereitgestellt hat und im sozialen Bereich wird gespart. Also wenn man sich anguckt, was die Maßnahmen insgesamt sind, dann kann man sehen, dass also bestimmte Interessengruppen sehr intensiv bedient werden und dass aber für wohnungslose und arme Menschen, das werden wir morgen und übermorgen allgemeine soziale Lage auch nochmal diskutieren, also dass es weit unterhalb der Möglichkeiten bleibt. Das ist auch so das Stichwort als Hinweis für das nächste Panel, was kommt, weil dort wird sich das Bündnis Leave No One Behind vorstellen. Und das ist ja entstanden, das ist ein lockeres Bündnis in Berlin. Und das ist ja entstanden, weil kurz nach Corona im Internet Menschen festgestellt haben, die Situation von Menschen ohne Wohnung und Flüchtlingen, die untergebracht sind, ist ja doch sehr ähnlich. Und es ist naheliegend, sich dann zusammen zu tun und gemeinsam die Interessen zu vertreten. Etwa bleibt zu Hause, wo kann man hingehen, wenn man noch kein Zuhause hat? Und auch die Forderungen, dass natürlich ein Schutz, wie wir das gesagt haben, in zwangsgemeinschaftlichen Unterbringungen natürlich nicht möglich ist und dass es deswegen also gefordert wird, Hotelunterbringung oder Wohnungen, leerstehende Wohnungen zu akquirieren und dann nochmal also zu versuchen, diese Wucht, Wohnungslosigkeit muss durch
Wohnungen gelöst werden. Also diese Forderung nochmal lautstark zu positionieren. Und der dritte Punkt, den ich jetzt sage, inhaltlich, ich verlasse ein bisschen meine Moderatorenrolle, ist, dass wir ja jetzt auf den kommenden Winter zugehen und dass es also da etliche Planungen gibt, wieder für die Nothilfe, die Kältehilfe. Und auch da muss man ja im Grunde sagen, nach Corona kann man jetzt nicht so weitermachen wie vorher, sondern da müssen ja ganz klare Schlussfolgerungen gezogen werden. Ich gucke auf die Uhr. Wir haben jetzt noch 4 Minuten in diesem Panel. Ich habe eine Wortmeldung von Markus aus Frankfurt. Und dann würde ich Stefan bitten, du könntest dann das Schlusswort dann machen. Und dann mache ich noch ein paar organisatorische Hinweise. Das ist das, was ich jetzt sehen kann an Wortmeldungen. Ja, also bitte Markus aus Frankfurt. Lieber Frank und liebe alle, ich habe euch oben einen Link hingeschickt. Frank hat eben das Thema mit den Masken diskutiert und ich habe auch wegen Markus aus Neumünster einige Links hochgeschickt. Es geht um einen Bekannten, der mich auf Stiftung Corona Untersuchungsausschuss hingewiesen hat mit verschiedenen Terminen, die noch laufen. Und die haben sich auch um das Thema Masken unterhalten. Das habe ich als Link euch oder dem Frank vorhin zugeschickt. Also falls da jemand Interesse hat, sich mal diese Diskussion anzuhören. Ob das alles stimmt, weiß man nicht. Ich bin kein Experte, aber dass man sich damit mal beschäftigen kann und dass es diese Untersuchungsausschüsse gibt, wo Anwälte und Ärzte sich mit verschiedenen Themen beschäftigen. Ich glaube, das kann ganz interessant sein. Ja, vielen Dank, Markus aus Frankfurt. Ich habe gesehen, einige haben das Panel schon verlassen, weil sie andere Veranstaltungen haben. Ich habe gesehen, dass Carsten dabei ist aus Berlin. Hallo, Carsten. Und ich habe gesehen, dass Martin Palo hier auch schon dabei ist. Ich vermute mal, dass Martin jetzt im falschen Panel ist, weil der ist jetzt für die nächste Veranstaltung angesagt. Und das ist ein anderer Link. Das kriegen wir aber, glaube ich, doch geklärt. Jetzt bitte, also ich glaube, das war eine sehr gute Diskussion, die so ein bisschen nochmal in Erinnerung gerufen hat, wie dramatisch und wie vielseitig dann die Folgen waren von Corona und welche unterschiedlichen Ebenen und Sichtweisen also zu berücksichtigen sind, um zu verstehen, was überhaupt passiert ist. Und es gibt ja diese These, dass es kein Zurück mehr gibt. Also es wird nicht so sein, sagen einige oder sagen viele, dass dann die Pandemie vorbei ist und dann geht das Leben weiter, sondern es gibt sehr viele Leute, die sagen, hier hat ein neuer Zeitabschnitt begonnen und wir müssen verstehen, ja, dass sich hier ganz viele Sachen neu sortieren und das ist noch offen, wobei es natürlich schon einige Vorentscheidungen gibt. Bitte Stefan, jetzt vielen Dank erstmal auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast jetzt für alle Beteiligten das letzte Wort. Bitte schön. Ja, erstmal vielen Dank, Stefan. Ich würde gerne noch 2, 3 Aspekte benennen, weil mir geht es um Perspektiven. Also was heißt es, was können wir gewissermaßen jetzt daraus mitnehmen? Du, Stefan, hast ja schon mal gesagt, im Prinzip das zentrale Thema ist Wohnungsnot im weitesten Sinn. Das Thema, also alle Untersuchungen sagen, Wohnungsnot bleibt uns auf die nächsten Jahre, also lange, lange erhalten. Das heißt, wir werden definitiv nicht für alle Menschen in Deutschland ausreichend Wohnungen haben. Das heißt, das Dilemma, das Problem wird bleiben und darum können wir nur sagen, wir müssen eigentlich fordern, dass wir ganz zentral Wohnungen bauen und zwar bezahlbare Wohnungen bauen, um möglichst alle Menschen zu versorgen. Dem ist vieles untergeordnet, meines Erachtens. Dazu gehört auch Verlängerung des Verbots von Zwangsräumungen. Aussetzung von Kostensenkungsverfahren, Auflösung von zwangsgemeinschaftlichen Unterbringungen, hast du, Stefan, gesagt. Ich finde auch, die Energieversorger müssen verpflichtet werden, keine Stromsperren mehr zu verhängen. Auch das finde ich eine ganz, ganz zentrale Forderung. Die Höhe der Hilfe zum Lebensunterhalt ist meines Erachtens definitiv nicht ausreichend. Auch da müssen wir weiterarbeiten. Mir fällt oftmals auf, dass Sachbearbeiter in Kommunen sitzen, ohne Besucherzugang, und entscheiden, Zimmer in Einrichtungen wieder mehrfach zu belegen. Das finde ich ein interessantes Phänomen. Die sozusagen den Kontakt sozusagen absperren, die sagen, wir wollen keinen Kontakt haben, die sagen, aber in den anderen Einrichtungen, da können sie reingehen. Also das merke ich, da gibt es quasi so eine Dialektik, die ich nicht verstehe, wo man eigentlich die Sachbearbeiter in die Einrichtung mal holen müsste, damit die sich die Einrichtungen angucken. Das ist vielleicht nochmal
ein denkbarer Weg. Mir fällt auch auf, soziale Teilhabe bedeutet im Moment auch digitale Teilhabe. Also wie ist Menschen in Wohnungslosigkeit ermöglicht, überhaupt zu partizipieren und sich zu beteiligen? Also wenn ich Eintrittskarten in Museen nur noch digital kaufen kann, wenn ich Eintrittskarten für Schwimmbäder nur noch digital kaufen kann, dann ist, glaube ich, das auch eine Frage für die Menschen selbst, aber auch für die Einrichtungen. Da spreche ich uns als Einrichtung an, inwieweit wir als Einrichtungen ermöglichen, Menschen sozusagen, die selbst nicht eigene Möglichkeiten haben, das zu ermöglichen. Und damit könnte ich noch alles weitermachen, aber ich glaube, das sind erstmal die zentralen Punkte und ich möchte euch allen einfach mal sagen, ich fand es richtig schön, ich fand es toll, so den Austausch hier mit euch zu haben und ich freue mich auf weiteres. Vielen Dank. Und dir auch, Stefan, vielen Dank für die Moderation. Ja, das ist ja mein Job, vielen Dank. Ich habe gesehen, Stefan, du hast jetzt bei deinem letzten Beitrag immer wieder nach unten geguckt. Ich nehme mal an, du hast einen Zettel gehabt mit Worten, was du sagen möchtest. Wenn du uns diese Stichworte per E-Mail schickst, dann haben wir was fürs Protokoll, weil ich glaube, das waren auch gute Punkte, wo also viele, ich habe das bei Hannelore gesehen. Soll ich auch einen Stichwortzettel schicken? Wenn du einen hast, dann schick den, dann hat das Corinna wesentlich leichter, auf jeden Fall. Gut. Wie gesagt, ich sehe jetzt, hier schalten sich neue Leute ein. Der Martin Parlow, der Jan Harten. Dieses Panel möchte ich jetzt durchgeben, ist jetzt beendet. Ich werde das jetzt auch gleich in wenigen Minuten schließen. Und die nächste Veranstaltung, Leave No One Behind Nowhere, hat einen anderen Zoom-Link. Und das seht ihr auf der Homepage von Wohnungslosentreffen. Ich kann das auch gleich nochmal hier einblenden. Wo ist das im Chat? Ich kopiere das mal in den Chat rein an alle. Dann gibt es eine Mittagspause. Da gibt es auch nochmal einen gesonderten Zoom-Link. Da können alle frei miteinander reden, was sie wollen. Am frühen Nachmittag ab 14 Uhr haben wir ein Panel genau zu dem Stichwort, das Stefan gesagt hat, digitale Teilhabe. Da sind die Menschen aus Nürnberg, die daran arbeiten, bei Professor Sommer. Die machen das zusammen mit dem Lutz aus Herzogsebrühe und dem Hannes, der möglicherweise gerade in Herzogsebrühe eingetroffen ist. Heute am späten Nachmittag gibt es ein Panel zur europäischen Vernetzung. Und abends gibt es, darauf möchte ich euch hinweisen, ein Konzert von Lutz Drenkwitz. Liedermacher, der selber an der Kante zu Obdachlosigkeit lebt. Ich glaube, der hat gar keine eigene Wohnung, sondern ist irgendwie untergekommen. Er wird also von zu Hause, von Bremen aus uns bespaßen. Auf Facebook ist das. Und morgen geht es dann weiter um 9 Uhr hier wieder an dieser Stelle mit Plenum. Also vielen Dank, dass ihr so geduldig zugehört habt. Vielen Dank für eure große Disziplin. Vielen Dank für was auch immer, für euer geduldiges Zuhören. Vielen Dank fürs Kuscheln und schöne Grüße und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Aber hier sagen wir auch, was wir wollen. Ja, natürlich. Du sagtest, in der Mittagspause können wir sagen, was wir wollen.
hingehen. Ich weiß. Rechts unten, genau.